wunderschönes Hallo bei Life is Feudal Forest Village. Feudal, Feudal, ich hab's schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das sage ich auch jedes Mal. Naja, wir sind hier dabei, noch die letzten Reste vom kalten Wetter zu überleben. Und eigentlich ja endlich mal diese Nahrungszufuhr ein bisschen zu optimieren. Es wird an der Zeit. Wir haben es ja das letzte Mal gesehen, dass wir dann doch ein bisschen Probleme hatten wegen zu wenig Essen. Und dann die ein oder anderen gesagt haben, nö, ich suche mir jetzt einen anderen Ort. Finde ich nicht mehr cool hier. Und dann einfach von uns gegangen sind, die Frechen. Aber gut, mit jedem, der geht, haben wir mehr zu essen. So gesehen. So oder so habe ich hier schon mal die Felder angelegt. Das ist jetzt noch zu kalt, glaube ich. Hier wird terraformt, okay. Stimmt, da hat ja auch was nicht gepasst. Von der Breite her. Ich habe mir dann jetzt auch den Plan rausgesucht, aber ich habe leider so viele Fenster offen, dass er ein bisschen überlagert ist. Jetzt werde ich mal gucken müssen, falls ich drauf gucken muss. Aber ich habe ihn schon mal offen, immerhin. So. Was hatte ich denn in der Zeit alles erlaubt? Eigentlich alles. Und es ist eigentlich auch noch alles gut so, dass es erlaubt ist. Also an Nahrung, Entschuldigung, das meinte ich hier oben, links. Wir hatten ja auch mal das Problem, dass sie wegen eben zwei Fetzen Fleisch durch dieses gesamte Dorf gerannt sind. Von hier hinten nach davon und dann einfach erfroren sind. Es war auch sehr glorreich. Von den tollen Schwankstädtern. Aber naja, was will man erwarten, wenn die gesamte Zivilisation aus einer einzigen Person entsteht? Hm. Wir haben Forest, da haben wir ziemlich viel. Wir haben ein bisschen zu wenig Leute tatsächlich. Wir haben jetzt sehr viele Angler. Wir werden zu wenig Leute haben für all das, was wir hier brauchen, irgendwie. Ich schaue gerade, aber wir können hier nirgendwo was abziehen, tatsächlich. Höchstens halt bei den Forestern. Feuerholz haben wir auch noch ganz viel, das ist ganz gut, da man nicht so viel verbrauchen müssen im Winter. Aber wenn man hier mal schaut, haben wir jeweils nur einen und die Sachen sind wichtig. Also das hier zum Beispiel ist sehr wichtig. Bei den anderen können wir mal gucken, wenn die Lager voll sind, dass wir die dann wirklich abziehen. Alkohol weiß ich eben auch noch nicht, ob das einfach einen positiven Effekt hat auf die Stimmung der Leute und die deshalb besser arbeiten. Das war ja auch ein Problem mit der Krankheit, dass sie dann einfach langsamer gelaufen sind und dann so auch nichts bei rumkam. Hier haben wir einen großen Batzen an Leuten. Aber die brauchen wir hier. Also, ja, wird es ein bisschen hakelig. Hier mit den Ressourcen könnte man höchstens noch arbeiten, aber da hat man auch nur drei Personen. Bei 1000 Holz, ja, kann man vielleicht eben ein, zwei davon abziehen. Ich packe hier schon mal wieder welche rein. Die Bauarbeiter sind jetzt dann beschäftigt am Terraformen, denke ich mal. Hm. Nein, du bist ein Angler. Hm. Was machen die? Carrying for Tours, Carrying to Storage. Carrying to Storage, genau, das haben die da gerade rausgeknüppelt. Mhm. Hm? Food House to Storage, okay. Wie groß war das denn nochmal? Da muss ich auch nochmal gucken. Das habe ich irgendwie nicht vergessen. Oh, okay. Ah ja, genau, das war hier die Kante, die wir noch gebraucht haben. Und müssen wir nicht eigentlich... Oh. Das hier ist ein bisschen im Weg, glaube ich. Da werden wir auch nochmal gucken müssen, dass wir das dann eben ein bisschen versetzen. Das wird jetzt ja nicht das Problem sein. Wie ist der Radius? Guten Tag, Radius, mein Name. Hatte ich hier oben nicht noch einen? Mir war doch so... Ah ja, sag ich doch. Da hinten. Das geht hier bis zum Chicken Coop. Einen Moment. Na? Ah, gerade so. Okay, das heißt, ich werde es dann eher nach hier oben ziehen müssen. Oder sollte es eher nach da oben ziehen. Gut. Jetzt kriegen wir langsam das Problem.
Ach, Müllermeister haben wir auch gar keinen mehr. Ja, gut, das ist eigentlich ganz okay. Dann brauchen wir nämlich tatsächlich auch keine Bäcker. Nehmen wir den mal raus. Und fangen jetzt schon mal an. Moment. Hier können wir 3 reinsetzen. Davon können wir vielleicht auch welche abziehen. Hier reinsetzen. Oh. Teenager, Jesus, grow up, Redgework. Ach, das waren gerade 2. Ah, sehr gut. Oh, Entschuldigung, da überschlägt sich meine Stimme vor Freude. Davon ziehen wir dann eben auch welche ab. Und dann brauchen wir nur noch 3. Komm, dann probieren wir es mal so. Das heißt, wir haben jetzt bei überall da, wo wir es brauchen, auch Leute. Ich glaube fast, Moment, hier brauchen wir nicht unbedingt 3. Es ist zwar schön, wenn wir 3 hätten, aber nicht unbedingt notwendig. Gerade wenn die Ressource Mensch gerade so knapp ist. Genau, hier haben wir nur 2 angesetzt, das ist okay. Hier oben sind es auch jeweils 3. Davon machen wir mal auch welche weniger. Und jetzt müssen wir auch nochmal schauen. Moment. Was hatten wir hier angebaut? Heu. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist gut. Ich gehe auch erstmal auf Potato. Was hatten wir hier oben? Auch Potato. Hier hatten wir, genau, Weizen. Das ist auch gut soweit. Das lassen wir auch so. Wie schauen die Lager aus? Fast versucht, hier dann doch Oats zu machen. Oats. Ja. Ach so, weil er da noch gräbt, oder? Nein, nicht Seeding Plants. Lass das mal. Ich wollte doch Oats. Jetzt mach auch Oats. Hä? Hat er halt schon mit angefangen und eine Kartoffel reingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dadurch Probleme bekommen. Die Oats brauchen wir ja eben für die Tiere. Hier. Und hier. Ah, hier braucht man sie nicht. Wir bekommen Milch. Das ist jetzt auch blöd gemacht, tatsächlich. Das fällt mir jetzt erst auf, dass es hier keine Unterscheidung gibt zwischen Input und Output. Es wird hier ja logischerweise Heu reinkommen und Milch rauskommen. Nicht andersrum. Wäre interessant, wenn man Heu melken würde. Ah, okay. Hier brauchen sie auch nur Heu. Das heißt, Oats sind dann doch gar nicht so wichtig. Ich dachte, wir brauchen für alle Tiere Oats. Aber Heu haben wir auch noch sehr viel. Dann wäre es, glaube ich, doch eher Flachs. Flachs braucht man nämlich wiederum für die Klamotten. Da haben wir nur noch 85. Ja. So, dann auf jeden Fall hier Potato. Und Potato. Potato, Potato. Hier muss noch umgegraben werden. Oh. Sieht das nur danach aus? Oder ist da jetzt wirklich eine Ecke? Ein Building ist on fire. Na, das ist doch schön. Dann sparen wir Feuerholz. Zum Glück nah am Brunnen. Da hat sich das, der Blitz das gut ausgesucht. Okay, das interessiert hier aber scheinbar keinen so wirklich. Ja, es brennt. Ach, dann gehen wir halt mal zum und löschen es. Ich meine, das ganze Dorf besteht nur aus Holz und Heu. Aber das ist ja nicht so wild. Ja, jetzt ein zweites. Da brauchen wir uns auch keinen Stress zu machen. Ne? Keine Sorge. Ist ja schön, so entspannt durchs Leben gehen. Ist ja auch eine Leistung. Muss man auch mal so sagen.
Was ist denn hier verkehrt? Dass das Wasser auf einmal so hoch schwappt? Soll das so? Ne, das brennende Haus, expecting baby. Okay, das heißt, da ging es heiß her. Wie waren wir hier noch? 10 noch? Ja, das sollten wir hinbekommen. Sehr gut. Ach nee, das war immer noch der Fluss. Okay. Gut. Jetzt haben wir natürlich nochmal Arbeitslose. 3 an der Zahl, das ist eigentlich sehr gut. Dann können wir hier wieder welche reinschicken. Lehrer würde ich gerne beibehalten. Den Winzer ist es ja eigentlich nicht. Den Wirt auch nicht. Er stellt ja Alkohol her. Wie nennt man das denn dann? Moment. Da musste ich mich mal kurz räuspern. Entschuldigung. Davon haben wir auch noch. Wie heißt denn der Alkoholmeister? Winzer ist es ja bei Wein. Wirt ist es bei einer Kneipe. Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch. Ist das hier? Nein, ist es nicht. Was hatten wir hier jetzt gesagt? Wir hatten Flachs gesagt, aber es wird immer noch Tomate. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ja fürchterlich. Also, ich weiß nicht, was das ist, dass das da immer noch drin ist. Hier die Potato. Aber eigentlich ja Flachs angegeben ist. Man da tatsächlich auf die erste Ernte warten muss. Es ist ja auch schon überall angepflanzt. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es herausfinden. Hier hinten beim Apiary haben wir jetzt niemanden leider. Ja, das können wir halt nicht unbedingt vermeiden. Gut. Wie schaut's aus mit den Lieferwegen? Da möchte ich jetzt auch noch mal gucken. Das sieht soweit ganz gut aus. Ach genau, hier hat man die 400. Da hat man die 300. Und dann hinten hat man auch noch einen ganzen Batzen. Welche Ressource gäbe es noch? Feuerholz. Ah, da recht viel. Hier unten. Auch eigentlich ganz in Ordnung. Und das heißt, da oben sollte es dann auch gut aussehen. Ja. Mit 200. Aber das geht eigentlich auch noch. Gut. Jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, ob ich jetzt... Cast Iron. Also ob ich da jetzt doch noch ein paar Leute abziehe und in das Sammeln schicke, weil das Sammeln doch auch immer gut ertragreich war eigentlich. Und vor allem wir dadurch auch eine stetige Quelle haben. Oder jetzt zumindest haben. Es wäre aber blöd, dann die Angler dafür abzuziehen. Da haben wir die eine Quelle für die andere ausgegeben. Dann macht der Charcoal, das ist der Brunnen. Cast Iron haben wir nämlich 100. Ziehen wir den zumindest ab und aktivieren hier einen. Der Schmied ist am Arbeiten. Ja, Hammer 23 haben wir ja tatsächlich. Auf Tasche sogar noch.
Das heißt, auch da sammeln wir jetzt ein paar Früchte. Und da haben wir auch 80. Okay. Und wir werden da jetzt auch nichts weiter verbraten. Also hier im Kiln. Die brauchen wir ja alle nur für Werkzeuge. Die sind ja alle nur dafür da, ne? Also, dass wir hier Feuerholz, Holzkohle herstellen, damit wir hier dann Eisen, Casteisen, also halt geschmiedetes Eisen oder geschmolzenes Eisen herstellen können und hier dann eben Werkzeuge. Die hängen ja alle miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir da einen nicht mehr haben, braucht man die anderen eigentlich auch nicht mehr. Gut. Es wird gemacht, sehe ich das richtig? Oh, wei, 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 wei. Oh je. Oh je, das sieht schlimm aus. Oh, wei. Okay, interessant. Ich schau mal ganz kurz auf den Plan, wenn das geht. Warte mal, dann pausiere ich das mal kurz hier. Ihr solltet mich noch hören, ja genau, ihr hört mich auch noch. Da war eins drumrum, okay. Ja, ihr könnt es ja mal probieren. Warte mal, Häuser. Nein. Dieses, ja, genau. Da ist der Eingang, das heißt, das ist jetzt da drüben. Und dann da, oh, das geht. Das ist gut, dass das geht. Und überrascht mich auch. Warum geht es da nicht? Wegen der Kante. Aber können wir da Weg hinzimmern? Der ist nämlich auch sehr wichtig. Nein. Jetzt komm her. Da. Der schöne alte Dreckweg. Hier sind wir ja auf dem Feld. Genau. Und hier geht's überall. Das geht. Okay. Das ist schon mal ganz schön. Wie schaut's hier hinten aus? Bevor ich nämlich die Häuser setze, muss man ja leider gucken, ob die auch da überhaupt setzbar sind. Wenn's rüber. Ja, das geht auch. Das ist erfreulich. Das ist ordentlich erfreulich. Die brauchen wir nämlich. Für die Zelle. Ich kann es ja, glaube ich, schon mal verraten oder auch sagen. Also hatte ich ja, glaube ich, auch sogar schon mal gesagt, die Idee ist ja, dass der Wohnplatz nah am Arbeitsplatz ist, der Arbeitsplatz aber auch nah an der Lagerstätte. Wenn man die drei Wege dann eben miteinander verbindet, holt man das Optimum raus an Effizienz. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Drei auf der Seite, drei auf der Seite. Das passt also soweit. Und kann das so hinsetzen. Das ist da auf der Breite. Genau. Zusätzlich brauchen die Felder aber eben auch noch Wasser. Das heißt, wir haben dann vier Wege. Wohnplatz zum Arbeitsplatz, Arbeitsplatz zu Wasser, Arbeitsplatz zur Lagerstätte. Eigentlich sogar wieder noch einen, wenn man sagt, okay, Lagerstätte zu Wohnplatz, um Essen zu haben. Aber das hängt ja dann so ein bisschen miteinander zusammen. Aber deshalb ist es dann hier sozusagen hier im Dreieck, ne? Also hier Wohnplatz, Arbeitsplatz, Lagerstätte, Arbeitsplatz. Hier kommen dann jetzt gleich auch noch Brunnen hin. Das heißt, wir haben Brunnenarbeitsplatz und wir haben Wohnheimarbeitsplatz. Also alles ganz in Ordnung. Brunnen kann ich eigentlich schon mal ansetzen, aber ich würde gerade eher noch mal gucken wegen den Feldern. Fische kommen nicht auf Feldern. Komisch, ist aber so. Das war 1818, ne? Jetzt muss ich noch mal gucken. Nein, kann ich kurz, danke. Ah, okay, ja, das ist, so. 1818, natürlich. Oh, das war gefährlich.
hätte sein können, dass es auf einmal sagt, ja, hier, Keller, nehm mal so. Ach doch, 18. Zack, zack, 17, 18, 18. Ach, das geht. Ja, das ist ja interessant. Aber da unten geht's nicht. Da unten wird's sicherlich nicht gehen. So. Genau, da haben wir was im Weg. Und deshalb nehmen wir das mal weg hier. Da war das. Komm her. Und tschüss. Müssen wir es halt hier hinten dann irgendwie hinsetzen. Da hatte ich es ja ursprünglich, glaube ich, sogar auch mal. Deshalb ist das da ja so komisch flach gerade. Aber bevor wir das machen, würde ich, glaube ich, dann hier nochmal im Durchschnitt ziehen, damit wir nicht so die krassen Kanten haben. Moment, wir müssen da mal kurz gucken, dass wir das pausieren und... Okay, da kümmert sich dann jetzt jemand drum. Da kann sich auch nur einer drum kümmern. Okay. Das wäre sonst blöd. Also es ist sinnvoller, dass die Lagerstätte zuerst fertig ist, weil die sonst Ewigkeiten laufen müssen und wir dann jetzt den Fort... Also es dauert ja so oder so, bis da Leute dort einziehen etc. Es wäre jetzt sinnvoller, die Sachen, die wir haben, die wir produzieren, dann auch wirklich da lagern können. Damit die nicht, ja, hier hocheiern oder da runtereiern müssen. Ist ready to work. Ja, schön. Das freut mich. Können wir gebrauchen. Wie viel arbeiten denn hier? Zwei jeweils. Okay, aber hier haben wir jetzt den einen. Das heißt, da können wir dann doch auch wieder aktivieren. Wir sollten ja... Ah, okay, wegen... Ah, ja. Zum Abbauen. Brauchen wir auch noch einen. Dann haben wir die vier. Okay, verstehe ich. Das verstehe ich. Das könnte noch zum Problem werden. Das könnte zu einem ordentlichen Problem werden. Schau mal kurz. Hier können wir den Weg nicht setzen, oder? Nein, können wir nicht. Und damit ist dann die ganze Idee... Hops. Leider. Mist. Okay. Das heißt, wir machen die Wege, also die Ebene hier doch einfach nochmal gerade. Sieht dann leider schade aus. Aber können wir nicht ändern, sonst bringt das Ganze hier nichts. Flattened Ground ist es ja nicht. Das ist ja schon anheben. So. Und da. Hier rüber und eins weiter. Wie weit können wir gehen? Und jetzt, so. Nee, so. So. So, 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 so. Ich hoffe, das ist richtig. Zap, zap. Ich glaube, das sollte reichen. Jetzt ist der aber halt noch nicht mit drin. Jetzt ist die Frage, bauen wir das trotzdem... Ah, die anderen sind auch noch nicht mit drin. Ja, genau. Dann ziehen wir das so hoch, dann haben wir da schöne Löcher drin. Ach, Mist. Okay, warten wir noch auf die Arbeits... Flächen hier. Muss das Holz wieder rausgeholt werden? Na, sowas. Das ist ja blöd. Aber na gut, dann geht's zumindest weiter mit den Arbeitsstätten. Mit der Zelle, sage ich mal, mit dieser Superzelle. Oder der Nahrungszelle, oder wie man es nennen möchte. Es ist halt einfach eine Form von effizienter Nahrungsherstellung. Okay. Haben zum Glück die Krankheit überlebt, also indem wir nochmal dieses Safe Game aktiviert haben, aber das ist ja auch in Ordnung. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Menschen planen, leider, ne? Dadurch, dass wir so wenig haben, also die Arbeitsplätze etc.
Und ja, das war jetzt mal ein Versuch. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Tut es aber nicht. Gefahr kann natürlich jetzt sein, weil das auch abschüssig ist, dass das alles nicht so hinhaut, wie ich es gerne hätte. Und wir zur Not die ganzen Felder anheben müssen. Oh, das wäre ärgerlich. Das wäre ordentlich ärgerlich. Naja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vermutlich in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.